ihr kleinen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein What I Eat in a Week von mir. Heißt, ich zeige euch wieder eine Woche lang, was ich so gegessen habe oder beziehungsweise ich habe gezeigt, was ich eine Woche lang gegessen habe. Und wie immer habe ich ab und an mal vergessen, was abzufilmen, weil ich einfach vergesslich bin. Oder meine Kamera irgendwie nicht dabei hatte. Nehmt es mir bitte nicht übel. Ich habe dann einfach so gesagt, was ich an dem Tag gegessen habe. Die Woche waren echt nice Rezepte dabei. Falls ihr irgendwelche Rezeptwünsche habt, also dass ich euch die mitteile, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst gibt es auch nicht mehr wirklich viel zu sagen. Schnappt euch ein Getränk. Ich bin hier mit meinem Wasser. Ich mag Wasser, fight me. Oder irgendwas zu essen, denn ich kriege bei sowas immer schnell Futterneid, wenn ich so von anderen Menschen essen sehe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Genau, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Ganz viel Spaß! Hier ist mein heutiges edles Frühstück und zwar Brot mit Margarine, Zwiebel und Salz. Einfach das Beste, was es gibt. Das sind die Reste von gestern Abend und das ist jetzt noch mein Mittagessen. Mein Abendessen ist Bratwurst und Brötchen mit Senf und Curry-Ketchup und ein selbstgemachter Kartoffelsalat. Richtig, richtig nice. Und wahrscheinlich esse ich gleich noch zwei Brötchen mit Bratwürstchen. Für mich gibt es jetzt noch ein bisschen Eis. Das Zitronensorbet von Mövenpick, es ist so lecker. Ich esse zum Frühstück dann Käsebrötchen. Da noch total viel Kartoffelsalat von gestern übrig ist, gibt es eine Portion Kartoffelsalat zum Mittagessen und ich freue mich sehr, weil ich hungrig bin. Dieses nice Nudelgericht gibt es heute zum Abendessen. Das sind so Asian-Nudeln mit so einer Erdnusssoße mit Paprika, Chili und Zucchini und darüber sind Erdnüsse und Koriander. Richtig, richtig nice, ich freue mich schon sehr. Mein Frühstück ist das Abendessen von gestern und ich freue mich schon sehr darauf. Guten! Ich habe gerade noch ein paar Salzstangen gesnackt. Zum Abendessen gibt es Lahmacun. Die habe ich sogar selber gemacht. Nice, oder? Ja, ich freue mich jetzt sehr, die zu essen. Das ist heute mein Frühstück. Und zwar Brot mit so einem veganen Eiersalat und Salat. Yes, ich freue mich schon. Upsi, ich habe vergessen, ein bisschen früher zu filmen. Auf jeden Fall hatte ich gerade noch eine Portion Kartoffelsalat. Und das hier sind die Reste. Ja, war auf jeden Fall nice. Heute gibt es Dürüm zum Abendessen. Darunter ist Dönerfleisch, genau, und mit selbstgemachtem Tzatziki. Heute ist mein Frühstück wieder Brot mit Margarine, Zwiebeln und Salz. Und gestern hatte ich zwei Dürüm und ich habe mir Frozen Joghurt selber gemacht. Oh, davon habe ich ein bisschen was gesnackt. It's poppin'. Ich mache mir gerade mein Abendessen. Das ist gerade im Backofen. Da sind drei Piccolinis drin und Kroketten. Ich war halt unterwegs und es war so, ja, picknickmäßig. Und da habe ich ganz viele Snacks gegessen. Das hatte ich jetzt aber nicht abgefilmt. Also was habe ich da alles gegessen? Ich habe Oreos gegessen und Weintrauben und Schokolade und Salzstangen und ja. Also halt Snacks. Und jetzt gibt es als Abendessen, weil ich jetzt keine Lust hatte, noch irgendwie großartig zu kochen, Kroketten und Piccolinis. Und das filme ich jetzt gleich ab. Das ist mein Abendessen. Mein Frühstück heute ist ein Dürüm mit Tempeh. Das probiere ich heute zum ersten Mal. Ich habe da gerade schon so ein Stück gegessen. Und es schmeckt ganz nice. Es schmeckt so ein bisschen wie geräuchertes Fleisch. Ich hätte es nur würzen sollen. Das hatte ich halt jetzt nicht gemacht. Ja, aber dadurch, dass die Soße halt so gewürzt ist, wird es, glaube ich, ganz nice schmecken. Ja. Hello Friends, ich war gerade auf einer Kirmes und da habe ich Churros und gebrannte Mandeln gegessen. Und jetzt gerade mache ich mein Abendessen und da gibt es Tacos. Yes. Für mich gibt es zum Frühstück einen Taco. Und ich esse noch einen Taco, weil ich noch ein bisschen hungrig bin. Was geht, Party People? Wie soll es anders sein? Ich habe wieder vergessen, ein bisschen mein Essen zu filmen. Ich hatte mir zum Mittagessen so einen Melonsalat gemacht. Das füge ich hier einfach mal ein. Da habe ich nämlich TikTok zu aufgenommen. Und dann war ich auf der Kirmes mit meinem Freund. Und da habe ich so eine Kartoffelspirale gegessen. Ich liebe die so sehr, aber das ist so krank teuer, ne? Also, eine Kartoffel, einfach 5 Euro so. Wie frech ist das bitte? Das habe ich gerade geguckt. Man kann sich so einen Kartoffelspiralenschäler für einfach 15 Euro holen. Und ich glaube, das werde ich machen. Und dann werde ich mich den nächsten Monat, die nächsten Jahre einfach nur noch von diesem Kartoffelspiralen ernähren. Ja, und jetzt waren wir bei Mc's, also ganz healthy. Und haben uns Essen bei Mc's geholt. Und das werde ich jetzt essen. Ja.
Für mich gibt es jetzt ein McPlan zum Frühstück. Yes. Da ich noch hungrig bin, esse ich noch einen zweiten McPlan, der übrig geblieben ist. Nice, Mann. Zum Abendessen gibt es ein Dürüm und ich habe gerade zwei Eis gegessen, da zeige ich euch gleich welche. Hier, davon habe ich gestern zwei Eis gegessen. Einmal ein Orangeneis und einmal ein Kirscheis. Und es war ganz okay, es schmeckt halt schon ein bisschen nach Capri-Sonne. Das Orangeneis mochte ich ein bisschen mehr, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber das Kirsch hat ein bisschen zu wenig Geschmack ab. War in Ordnung, würde ich glaube ich aber nicht nochmal holen. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich würde sagen, da waren echt ein paar nice Sachen dabei, die ich gegessen habe. Also ich habe die letzte Woche vom Essen her, was ich so gegessen habe, wirklich krass appreciated, weil alles so richtig nice war. Ich versuche mich auch momentan so ein bisschen in Dankbarkeit zu üben bei dem, was ich esse. Also so ein bisschen bewusster auch zu essen, weil ich schaue meistens beim Essen so eine Serie oder so. Aber ich versuche trotzdem so das Essen auch bewusst wahrzunehmen und dankbar zu sein für das, was ich esse. Vielleicht bin ich auch deshalb so proud und so glücklich, was ich so die letzte Woche gegessen habe, weil es war jetzt nicht so was krasses Besonderes, glaube ich. Aber für mich war es halt einfach besonders, ja. Ja, und falls du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Sonst lass mir doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!